Also die Kamera läuft. Okay. Nein. Notizen. Vor ein Jahr war bei mir. Vor ein Jahr war bei mir eine Razzia in diese Wohnung und die haben die Vormieterin gesucht. Und nach der Razzia kam Frontal 21 ZDF Reporter und haben mich gefragt, ob sie ein Interview machen dürften wegen dieser Razzia und die Vormieterin. Und da habe ich sie höflich gebeten, wenn ich sie reinlasse, dass ich aber auch Bescheid bekomme, wenn das Interview dann abgesendet wird. Das haben die mir versprochen, dass ich alles Bescheid bekomme. Und ich habe das jetzt erst nach einem Jahr von Andreas Grimm, meinem besten Freund, erfahren, dass das schon längst abgesendet wurde. Und ich habe keinen Bescheid bekommen. Und das tut mir weh. Erstens war das Interview über 3 Stunden und da nur einen Satz haben sie zusammengeschnitten. Und ich habe auch wirklich keinen Bescheid bekommen. Und wenn man halt schon Leute in mein eigenes Zimmer reinlässt und sie versprechen, dass ich das Interview, bevor sie es absenden, erstmal zur Hand bekomme, ich hätte das erwartet, dass das Minimum so passiert. Ich wiederhole jetzt das ganze Interview, wie es damals mit ZDF Frontal 21 abgesprochen wurde. Und ich möchte darüber reden. Vor ein Jahr war eine Razzia in diese Wohnung, Polizei-Razzia, und sie haben die Vormieterin, von der ich die Wohnung geerbt habe, gesucht. Sie haben mir nicht gesagt, warum in dem Grund. Ich habe noch geschlafen, es war abends, also beinahe um 5 nach 5 Uhr noch dunkel. Und sie haben einfach die Türe eingebrochen, 6 Polizisten mit einer Frau. Ich sollte sofort in der Küche mit dem Bademantel mich da hinstellen, durfte nicht mehr sitzen. Und ich fand diese Razzia sehr aggressiv. Ich war total enttäuscht. Ich musste früh auf Toilette. Sie haben mir verboten, auf Toilette zu gehen, haben gesagt, ich soll nichts sagen, ich soll einfach da mich in der Küche einschließen. Ich kann aber die Tür etwas auflassen wegen der Luft, weil ich Klaustrophobie, ich habe Platzangst, weil die Küche ist sehr klein. Da haben sie gesagt, okay, ein Spalt kann ich auflassen. Ich durfte nicht mein Glas Wasser trinken, ich durfte weder auf Toilette, nur da über drei Stunden musste ich da stehen. Ich habe nicht ganz genau gesehen, was sie beschlagnahmt haben, warum, aber 3 Gegenstände war mir sehr wichtig, weil es nicht mal mein eigener Gegenstand war. Und ich habe dann Protokolle bekommen, was sie alles mitgenommen haben. Und ich möchte jetzt darüber reden. Die erste Gegenstände habe ich bemerkt, weil ich stand da. Hier waren mehrere Polizisten, die Säcke aufgehalten haben, mit der Hand so Tüten. Und dann auf den Tisch habe ich gesehen, wie sie von Keller aus, ich habe da auch hinten mehrere Zimmer, immer mehr Gegenstände rausgeholt haben oder von Regal, erst auf den Tisch gelegt mit Gummihandschuhe und dann in so eine Gefrierbeuteltüte da reingelegt, das nummeriert und dann in den großen Säcken reingelegt. Ich durfte aber nichts sagen und es war sehr seltsam. Ich hatte Angst, weil halt auch mir nichts erklärt wurde, nur einfach stellen sie sich dahin. Ich habe auch nichts gemacht. Und wo ich dann gesehen habe, dass sie Bücher von Regal runtergenommen haben, die nicht mal meine waren. Und ich weiß genau, weil mein Kumpel hat gesagt, viele Bücher sind noch aus der Bibliothek. Ich soll aufpassen auf diese Bücher. Habe ich bloß gesagt, die Bücher sind nicht mein Eigentum und die sind vielleicht aus der Bibliothek. Warum tun sie Bücher beschlagnahmen? Da habe ich das nur gefragt. Und da haben alle Polizisten mit mir rumgepult. Ich werde jetzt nur das sagen, wie es war. Das sind sehr gefährliche Bücher und deswegen tun sie dieses Beschlagnahmen. Ich kriege sie ja alles innerhalb 2 Wochen zurück. Das haben die mir hoch und heilig versprochen. Alles, was beschlagnahmt wird, werde ich in 2 Wochen zurückbekommen. Und da habe ich den Polizist gebeten, dass das auch einzuhalten, weil es nicht mein Eigentum war, um eine Liste zu schreiben, was sie alles mitnehmen. Und dann habe ich aber weiter gefragt, ja, es gibt kein Gesetz in diesem Staat, dass man nicht Bücher lesen darf. Warum beschlagnahmen Polizei Bücher? Weil ich habe die gesehen, weil ich da stand, was sie in den Sack getan haben. Da war eins die Deutsche Demokratie mit dem Titel und mehrere sozialische und auch religiöse Bücher, die da oben auf dem Regal standen. Und da haben die mir erklärt, diese Bücher gefährden den Staat, das sind Terroristenbücher. Und dann war bei mir schon die Pumpe sehr hoch, weil ich halt dieses
System und deren Aussage überhaupt nicht verstand. In meine Gedanken war ich jetzt gedanklich bei Orwell, ja, wer das Buch kennt, oder Fahrenheit, wer das Buch kennt. Ich habe mich wirklich so in diesem Film wiedergesehen. Wer diese Bücher kennt, das ist ein System, wo man nicht mehr lesen darf. Und in Fahrenheit, wer Bücher noch zu Hause besitzt, wird von der Polizei beschlagnahmt und verbrannt wie Bücherverbrennung in Hitler sein Alter. Und da habe ich bloß gefragt, sind wir schon jetzt so weit, sehr geehrte Polizisten, dass man als gebildete Lehrer nicht mal Bücher lesen darf, nicht mal Bücher besitzen darf? Weder die Vormieterin hat sich strafbar gemacht, wenn sie Bücher liest. Warum tun sie diese demokratischen Bücher beschlagnahmen? Ja, ich soll einfach mein Maul halten und haben die Türe versucht zuzumachen. Und da habe ich sie aber immer wieder aufgemacht. Ich habe Platzangst, habe ich gesagt, wenigstens ein bisschen Spalt. Und dann ging die weiter. Da habe ich gesehen, wie sie alle Bücher, dann die ganzen Computer, PC, Tablet, alle elektronische Medien haben die auch beschlagnahmt. Da habe ich so gedacht, sicher wollten die kontrollieren, was die Vormieterin geschrieben hat oder so. Da habe ich nichts groß gesagt und bloß das, dass die Computer neu installiert wurden. Da war ein Bekannter hier und ich habe sie geerbt. Ich brauche die, weil sonst habe ich nichts zu schreiben. Die sind leer, da war wirklich nichts drauf. Das hat ein Bekannter neu installiert, neu gebrannt, da war gar nichts drauf. Da haben die gesagt, das macht nichts, ich krieg's auch zurück innerhalb 2 Wochen. Jetzt ist ein Jahr vergangen. Hier steht es auf der Liste, über 2 PC, Tablet und dazugehörige Computer, Zeug haben die alles mitgenommen, was sehr teuer ist, weil die waren beinahe wie neu, solche große Bildschirme, also nicht so ganz kleine. Und wenn Polizei auch verspricht, ich kriege das innerhalb 2 Wochen zurück, dann ist fraglich, warum sie ihr Versprechen auch nicht einhalten. Ich habe bis heute keinen Computer, der nutzbar ist. Jobcenter lehnt andauernd meinen Antrag ab, dass ich keinen Computer bekomme und ich als Sozialempfängerin kann ich mir halt solche Computer nicht leisten. Und dann habe ich sie gelassen, habe gesagt, das schreiben sie wenigstens auf, dass sie halt so teure Geräte auch beschlagnahmt. Und dann haben die auf den Tisch, ich bin halt religiöse Jüdin und da gibt es so eine, auch in Indien gibt es solche wie Räucherstäbchen, das kennt jeder Mensch. Und so ein Räucherstäbchen, das ist auch eine jüdische Religion, das soll halt wie Weihrauch sein oder sowas, tue ich manchmal abends so anzünden. Und da habe ich ich hatte keinen Teller, sondern habe eine Tasse gebastelt mit Alufolie, dass die Tasse nicht schwarz wird. Habe ich so gemacht für die Räucherstäbchen. Und da haben die Türe aufgedämmert, die Polizisten haben mich angepult, ich soll mal vorkommen. Und da habe ich gesagt, was haben Sie denn für Probleme? Und da haben die mir diese Tasse, wo die Räucherstäbchen drin waren, vor meine Augen hingehalten und haben gefragt, ob ich das gebastelt hätte, diese gefährliche Bombe, oder noch meine Vormieterin. Und da habe ich gesagt, das ist keine Bombe, das ist ein Räucherstäbchengefäß und was das soll. Ja, haben sie rumgebrüllt, das sieht aber nicht so aus wie Räucherstäbchengefäß. Das werden sie auch beschlagnahmen. Das habe ich sicher mit die Vormieterin gebastelt. Und da habe ich gesagt, ich hatte kein Geld, um ein Gefäß zu kaufen, deswegen habe ich das gebastelt. Aber sie können es mitnehmen, wenn sie es halt mitnehmen wollen. Und die waren sehr unhöflich, haben mir nicht geglaubt und haben das beschlagnahmt. Und dann haben die mir versucht zu erklären, da habe ich die Hälfte nicht geglaubt. Was sie gesagt haben, die haben gesagt, die Vormieterin hätte ja mehrere Gebäude gesprengt und das sieht aus wie ein Sprenggefäß und deswegen tun sie das untersuchen und beschlagnahmen. Und da habe ich nur so zynisch gefragt, seit wann kann man mit einem Räucherstäbchengefäß Gebäude sprengen? Und habe so zynisch gesagt, hoffentlich haben sie den Reichstag wie Hitler gesprengt damals. Weil da wären sie ja schon längst an der Macht, weil Hitler kam so an der Macht, dass er halt den Reichstag abgefackelt hat. Und ich habe davon nichts gehört, dass die Vormieterin hier Gebäude gesprengt hätte. Das ist mir unbekannt. Doch, es war so und ich soll wieder zurück in der Kammer. Da haben sie mich wieder da rein in der Kammer. Und da haben die dann über 3 Stunden Keller, das andere Zimmer, überall gewühlt.
Fotos beschlagnahmt, dann, was ich sehr seltsam fand, ich habe eine näheren Schule mal besucht, ich habe nähen gelernt, weil meine Freundin, Suhanek Alis, meine beste Freundin, war Näherin und die hat mir das beigebracht. Und jetzt kannst du Andreas Grimm kurz die Nähmaschine so zeigen. Ich habe eine Nähmaschine deswegen für 120 Euro installieren lassen. Du kurz die Nähmaschine so zeigen, so kurz. Ja. Sieht man sie? Ja. Okay, und dann kann man wieder hoch. Und diese Nähmaschine war auch auf dem Tisch. Ich hatte gerade Vorhänge genäht für meine Wohnung. Und mein Freund Andreas Grimm hat mir eine Hose gegeben. Und die Hose war hier vorne so ein kleines Loch bei die Knie. Und dazu hat er mir ein Hosenfetz gegeben. Ich soll das mal draufnehmen, die Hose flicken. Und unter dieser Nähmaschine war der Hosenfetz. Und da haben sie wieder rumgebrüllt, wo sie den gefunden haben. Haben mich wieder rausgeholt aus der Kammer und haben gefragt, den Hosenfetz haben sie mit Gummihandschuhe angefasst, haben die mir so vorgeflattert, was das ist für ein Terroristensymbol. Und da habe ich gesagt, wovon reden Sie denn? Das ist ein Hosenfetz, die ich auf diese Hose da draufnehmen wollte, Wochenende. Nein, ich soll jetzt verraten, was, in welche Partei ich drinne bin und was ich jetzt hier mit diesen Terroristen-Symbol symbolisieren will oder machen will. Und ich wusste gar nicht, was ich jetzt schnell antworten sollte auf diese komischen Fragen. Da habe ich gesagt, ich bin Jude, ich habe noch nie in eine Partei drin, habe auch nie gewählt, weil Juden dürfen das nicht, nur auf Gott, man soll nur auf Gott wählen und sein Gesetz. Und gerechte Leute darf man unterstützen, aber man darf kein König wählen, also das ist Juden verboten, wer sich in Religion auskennt. Da habe ich gesagt, ich war noch in keine Partei drinne, aber das heißt noch nicht, dass ich keine Bücher lesen darf. Und gute Leute wie Engels und Karl Marx und so, die halt auch für Menschenrechte sich eingesetzt haben, dass ich die nicht lesen darf. Und das ist ein kommunistischer Stern und weiter nichts. Und den will ich auf die Hose nähen und kein Terroristenstern. Und nein, den beschlagnahmen, das ist ein Terroristenstern, den werden sie auch beschlagnahmen und so. Und ich kam mir vor, ehrlich gesagt, sehr geehrte Damen und Herren, wie im Mittelalter, als religiöse erstmal Jüdin, war das wie ein Kabarett, aber wer auch Diplomantin ist und Geschichte studiert hat und dann noch solche Äußerungen, dass ein Hosenfetz ein terroristisches Symbol sei. Also es ist fraglich, was man in diesem Staat für Leute finanziert. Also der Karl-Marx-Stern hat nie ein Terroristensymbol symbolisiert. Karl Marx hat Frieden und für die Arbeiterklasse versucht, die gleichen Rechte zu fordern wie für die Bourgeoisie. Er war Jude, Karl Marx selber war Jude, sein Vater war Jurist, der hat sich für Menschenrechte eingesetzt. Und er hat damals Engels kennengelernt. Engels war wirklich ein Bourgeois sozusagen, der eigene Firmen hatte. Und sie haben viel geredet für die Arbeiterklasse, dass es denen sehr schlecht geht. Und dann haben sie zusammen versucht, ein Werk zu schreiben, wie man diese Missstände, Umstände verbessern könnte, dass die Armklasse, die Arbeiterklasse auch Menschenrechte hat und nicht jeden Tag nonstop racken soll. Und er wollte die Welt verbessern mit Gleichgerechtigkeit. Und wo ist da, habe ich die Polizei gefragt, wenn man das liest, wie man die armen Leute versucht zu helfen, was ist da Terrorismus, frage ich jetzt die Polizei. Wenn Karl Marx war der Erste, der die Kinderarbeit verboten hat, weil er hat das niedergeschrieben, ich habe jetzt nicht nur das Kapital gelesen, ich habe mehrere Schriften von Engels, die haben Briefwechsel auch gehabt untereinander. Und die haben sich gesorgt, weil damals in England, wo Karl Marx in England dann emigriert, also er musste aus Deutschland emigrieren und in England in Emigrantenviertel hat er gelebt, da hat er gesehen, wie Kinder, auch in Frankreich war er kurz, Kohle abends klauten, weil sie so arm waren und tagsüber noch in Fabriken rackten als Kinder. Und er hat gesagt, wenn Kinderknochen schon im Frühalter geschädigt werden, werden die leider diese Arbeiter nicht so gesund und sie werden unterernährt und sie sterben mit 30, 40 Jahren. Und das war Fakt. Die meisten hatten Lungenkrankheit, die starben sogar im Kindesalter
Und er wollte das verbessern, die Zustände. Er wollte das verhindern und die Zustände verbessern. Und wenn man Leute retten versucht mit einem Werk, was ist der Terrorismus? Er hat nie geschrieben, dass man Kinder oder arme Arbeiter umbringen soll. Weil dieses Wort Terroristensymbol, Terrorist ist der, der Leute oder Völker ausradiert wie Hitler. Und, oder in Rom, der Cäsar, der hat ein Kolosseum gehabt, der war ein Terrorist und hat Christen und Juden da umgebracht. Terrorist ist derjenige, der Leute foltert und umbringt. Kein einziges Werk von Karl Marx oder Engels hat niederbeschrieben, dass man eine bestimmte Klasse von Arbeiter oder Kinder umbringen soll oder foltern soll, sondern das Gegenteil, ihre Zustände zu verbessern. Und das habe ich die Polizei erklärt, dass das kein Terroristensymbol ist, nur ein einfacher Hosenfetz von Engels und Marx. Und warum die das beschlagen haben und mich beschimpfen, ich nähe hier Terroristensymbole. Es ist ein lächerlicher Razzia, dieser Staat, Entschuldigung, dass ich sage, hat solche Leute eingestellt, die Geschichte nicht mal wissen. Kein einziger Polizist hat je ein Buch von Marx oder Engels oder Fischer oder irgendwelchen Politiker gelesen. Sie lesen nicht mal Bücher und beschuldigen dann solche Leute, Diplomaten oder Geschichtslehrer, die aber all diese Bücher lesen und auch verstehen, dass ich ein Terrorist wäre. Und das bemerken sie gar nicht mal, dass sie unschuldige Normalleute beschmutzen. Und ich sage immer noch, wer selber diese Bücher nicht gelesen hat und selber nicht Politologie studiert hat, der soll sich lieber nicht einmischen und dann nicht solche Äußerungen sagen, das ist ein Terroristenhosenfetz und ich bin sicher in der Sekte drinnen mit der Vormieterin und habe alles zusammen geplant. Und das wollte ich halt noch sagen. Ich fand diese Razzia sehr unangenehm, wie in Orwellia, wo man Bücher beschlagnahmt, oder in Fahrenheit, wo man schon Bücher nicht mehr besitzen darf. Und sie haben mich nur beschuldigt, beleidigt, dass ich Terrorist bin, auch sicher in so eine Sekte. Und dann hat mir der Reporter von Frontal 21 mehrere Fragen gestellt. Es war auch über eine Stunde. Von der Vormieterin, wie ich sie kennengelernt habe, und das möchte ich als zweiten Teil dann absenden. Ich bedanke mich.